Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Und wir haben gerade 210 Ocken hier unten, deswegen hätte ich mal gesagt, starten wir endlich mal wieder in eine Arena des Versagens. Ja, wie es in den letzten Arenenfolgen so war, bin ich nie so weit gekommen. Oh Gott, und wir haben mal wieder richtig geile Heroes hier. Wir spielen den Paladin. So einfach geht die Entscheidung. Ich würde mal sagen, wir spielen... was nehmen wir denn mit? Also den Doomsayer hätte ich jetzt ganz ausgelassen. Ich hätte vielleicht entweder den Blood Knight, wenn wir halt viel Divine Shield haben. Wäre der ganz cool. Oder wir nehmen doch... Komm, wir nehmen den Clockwork Giant mit. Hier nehmen wir den Mind Control Tag mit. Lepra genommen. Nochmal eine epische. Goyle. Natürlich ist Sword of Justice ist natürlich richtig gut, aber Lay on Hands ist halt auch geil. Falls wir mal keine Karten mehr auf der Hand haben. Kostet aber halt auch 8. Wir nehmen Lay on Hands mit. Wer weiß. Den Berserker nehme ich noch mit. Zombie Joe ist natürlich eine gute Startkarte, aber wir nehmen Card Draw mit. Das ist mir gerade jetzt sehr wichtig. Der Mech oder der Mech Yeti oder der Mech Shielded Minibot. Den lasse ich jetzt einfach aus, der ist Bullshit. Wir brauchen jetzt das. Komm, wir nehmen den Yeti mit. Da haben wir schon mal 1, 2, 3, 4. Hier, die Waffe finde ich so senless. Senless. Den Warlord mit. High Cards haben wir noch nicht wirklich, aber wir nehmen den Harvest Golem mit. Noch eine Legendary. Wir nehmen... Boah. Hätten wir vorhin nur den anderen mitgenommen, hä? Wir nehmen den mit, weil zwei Clockwork Giants bringen uns wenig. Hier nehmen wir den mit. Oh, hier nehmen wir auf jeden Fall den hier mit. Der ist nämlich richtig gut, wenn der sein Define Shield auf die anderen drauf spielt. Das Blessing of Kings ist logisch, braucht man auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir eine High Card mit, den Boulder Fist Ogre. Avenge. I wanna... Wir könnten zwar jetzt in der Hoffnung, dass wir eine Waffe kriegen, die hier mitnehmen, aber ich glaube, wir nehmen Avenged mit. Und Fury. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ich nehme doch lieber den Worgen mit. Oh, nein! Zwei Stück hintereinander. Oh, shit. Die bräuchten wir beide. Mit was... Komm, wir brauchen jetzt Consecration. Consecration brauchen wir auf jeden Fall. Hier eine stabile 5er-Karte. Bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus mit unserer Mana-Kurve. Ein 5er-Taunt oder... Ja, oder ein Card-Draw. Ne, wir nehmen den 5er-Taunt mit. Wir haben nicht viele Spell-Cards. Deswegen werden wir wahrscheinlich den hier mitnehmen, weil wir auch gar nicht viele Secrets haben. Hier nehmen wir Hammer of Wrath mit. Haunted Creeper, ganz klar. Wir haben keine Waffe. Das heißt, der bringt uns relativ wenig. Aber es ist ein Taunt und ein 3-3er Taunt ist schon okay erstmal. Haben wir schon dabei. Hätte ich mal gesagt, nehmen wir den hier noch mit. Den haben wir dann auch zweimal. Zack. Ganz klar, Blessing of Kings kann man immer gebrauchen. Wir nehmen noch hier den Glockwork Dingens mit. Und hier, das hier, Avenge kommt gerade ziemlich oft. So, jetzt wird's interessant. Haben wir viele Mechs? 1, 2, 3, 4 theoretisch. Aber ich hätte mal gesagt, whenever, nee, wir healen können wir ja nicht. Deswegen nehmen wir doch den hier jetzt mit. Zack, in der Hoffnung. Und Define Shield ist natürlich richtig geil. Und eine Cobra. Okay. Dann schauen wir gleich mal. Dieses Deck
wird uns den absoluten Tod bringen. Guckt euch mal die Mana-Kurve an, die ist echt nicht so geil. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wir müssen ja auch mal wieder eine Arena machen hier. Und morgen fängt ja schon die neue Season wieder an. Morgen ist der 1. Mai. Und wir finden gerade keinen Gegner, sieht so aus. Und vielleicht habe ich für die nächste Season etwas Besonderes geplant. Vielleicht werden wir da komplett Ladder ranken. Und so hoch spielen, wie wir kommen. Und irgendwie finden wir gerade keinen Gegner. Nochmal raus. Nochmal rein. Ist gerade in Hearthstone so wenig los, oder wie? Also meine Internetverbindung steht, die ist relativ gut. Ja, eigentlich passt alles. Nebenher läuft ja auch noch hier ein paar Sachen, also von dem her dürfte das eigentlich keine Probleme geben. So, jetzt habe ich Hearthstone nochmal schnell gestartet, habe nochmal hier alles gecheckt im Internet und alles, aber theoretisch müsste es funktionieren. Ansonsten wäre ein Problem nicht bei mir, sondern bei Hearthstone selber. Oder es spielt halt einfach gerade niemand Arena, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Sieht irgendwie gerade echt extrem schlecht aus. Dann verschieben wir das wohl oder übel hier aufs nächste Mal oder so. Und drücken hier auf Cancel, auf Back. Und was machen wir jetzt? Ich hätte mal gesagt, wir gehen jetzt einfach mal hier, wir haben ja noch eine Quest hier. Hier zwei Wins mit dem Druiden oder dem Rogue. Und da unser Druiden noch nicht, unser Scrollide noch nicht so perfekt ausgebaut ist, hätte ich mal gesagt, spielen wir noch schnell zwei Casuals einfach mal hier in der Folge. Dann haben wir auch wieder 100 Ocken, können uns ein Kartenpäckchen holen. Und dann beenden wir hier die ganze Folge und die Season April. Aber irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass es gerade echt nicht will ins Hearthstone. Ich werde Hearthstone jetzt mal ganz kurz restarten. Also einen Moment mal schnell, ich bin gleich wieder da. Have you seen the weather out there? Oh, at least it's warm in here. So, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt gerade hier in Battle.net gelesen. Ja, es sieht so aus, dass gerade sehr, sehr lange Wartezeiten anstehen und die meisten Spieler keinen Opponent finden. Sie wissen nicht, woran das liegt, aber sie suchen gerade ein Problem. Deswegen probieren wir es jetzt noch einmal hier. Und diesmal werden wir es auch hinkriegen. Wenn nicht, dann werde ich hier halt jetzt die Aufnahme beenden. Werde die Folge so rausstellen. Nein, natürlich nicht. Ich werde dann irgendwie noch was zusammenschnipseln. Und dann sieht man sich hoffentlich, so wie es aussieht, wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Saison, wenn es wieder läuft. Weil irgendwie tut sich hier ja gerade nicht wirklich was. Vielleicht sind inzwischen zu viele Leute online in Hearthstone, da ja jetzt hier übers Handy die ganze Zeit. Man kann ja auch übers Handy jetzt hier immer Hearthstone spielen. Das ist natürlich auch noch was richtig, richtig Geiles. Habe ich natürlich schon mir gleich geholt. Und seitdem bin ich eigentlich wirklich nur noch fast am Hearthstone spielen. Egal wo. In der Arbeit. Nein, natürlich nicht bei der Arbeit. Aber so ein kleines Ründchen mal schnell so am Abend vorm Bett gehen ist natürlich immer drin. Das geht natürlich gut. Ja, aber so wie es aussieht, wird es heute hier nichts mehr mit dem Opponent finden. Und dann hätte ich halt einfach mal gesagt, ja Leute, komm, wir lassen es jetzt erstmal gut sein. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zuschauen hier, auch wenn das jetzt so eine kleine Macke hat hier. Ich werde das wahrscheinlich trotzdem hochladen und dann halt einfach noch eine zweite Folge dazu stellen. Also, ja, ihr wisst, die Problematik von Hearthstone am 30. April. Codename Opponent. Dam, dam, da. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Scrawl und ich kann es zwar jetzt hier schlecht sagen, aber ich sage es einfach trotzdem mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da.
oder ein Kommentar oder ein Abo. Und wenn ihr dasselbe Problem habt, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr seht es zwar erst dann und dann, aber ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, ja, 30. April. Ja, da war es bei mir auch so, da habe ich auch keinen Gegner gefunden. Auf jeden Fall, bis die Tage dann. Mein Name ist Scroll. Tschüss.